Extraordinary Dogs wird Ihnen präsentiert von Eukanuba. Im Spätsommer liegen die oberitalienischen Seen ruhig und idyllisch zwischen den Bergen. Kaum vorstellbar, dass sich hier zur Hochsaison Tausende von Badegästen tummeln. Die Strände werden von Rettungsschwimmern überwacht, unter ihnen ein Hund namens Zoe. Zoe ist einer der besten Wasserrettungshunde des Landes. Sie kann mehr als 4 Kilometer ohne Pause schwimmen, aus Hubschraubern springen und Schlauchboote mit den Zähnen ziehen. Zoe hat die italienische Schule für Rettungshunde absolviert, die von Ferruccio Pilenga ins Leben gerufen wurde. Wasserrettungshunde wie sie haben allein im letzten Jahr mehr als 20 Menschen das Leben gerettet. Vor 21 Jahren habe ich ehrenamtlich als Rettungsschwimmer gearbeitet. Ich wollte einen Hund haben, weil man Neufundländer gut bei der Wasserrettung einsetzen kann. Mit ihrem berühmten Hundekraul sehen die Vierbeiner nicht unbedingt nach schlagkräftigen Helfern aus. Und in der Tat sind nur bestimmte Hunderassen für diesen Job geeignet. Neufundländer, Labradore und Retriever sind schon aufgrund ihrer Größe die Leistungssportler unter den Hundeschwimmern und daher auch als Rettungsschwimmer erste Wahl. Doch Größe, Kraft und die Liebe zum Wasser sind nicht genug. Um Rettungsschwimmer zu werden, müssen die Hunde regelmäßig trainieren. Am Anfang müssen die Hunde erst einmal richtig schwimmen lernen. Erst dann können wir die vorgeschriebenen Übungen absolvieren. Aber vor allem sollten sie Spaß an der Arbeit haben. Wenn es für sie ein Spiel ist, ist es auch für uns ein Spiel. Aber es geht nicht nur ums Schwimmen. Die Hunde müssen lernen, aus 5 Metern Höhe ins Wasser zu springen. Aus einem fliegenden Hubschrauber. Dazu gibt es heute einen Auffrischungskurs am Iseo-See in der Lombardei. Unsere Hunde sind auf Rettungsbooten und den Helikoptern der Küstenwache an unterschiedlichen Orten im Einsatz. Je mehr Hunde wir jedes Jahr ausbilden, desto häufiger werden sie von der Küstenwache eingesetzt. Bevor die Hunde in die Luft gehen können, müssen sie sich an den Lärm und die furchteinflößenden Rotorblätter gewöhnen. Vera und ihre Hundeführerin Bettina nehmen heute zum ersten Mal am Flugtraining teil. Vera hat vorher noch nie mit dem Helikopter trainiert, aber schon häufig im Wasser. Wir haben angefangen, als sie noch ein Welpe war, und sie ist ziemlich gut. Neufundländer sind wie geschaffen für die Wasserrettung. Sie haben diesen Instinkt. Und wir wollen das mit ihr auf jeden Fall schaffen.